ihr Lieben, hier sind wieder Sammy und Renate mit Sammys Lieblingsbox, wie man uns schon erkennen kann. Die Brand News Box. Magst du denn mal runterkommen? Hm, dann können wir aufmachen, mein Schatz. Ja, und falls ihr euch fragt, was hat die denn da auf dem Kopf? Ja, ich habe Blumen selber gemacht von Craft Buddy und habe mir dann Haarreifen damit gemacht. Mein Mann hat mich ein bisschen ausgelacht, aber da stehe ich jetzt drüber. Ich wollte das haben und jetzt habe ich es und ja. Sammy, die Box ist offen. Du brauchst nicht weglaufen. Die Winterzauberbox. Ich weiß gar nicht, ist das eine normale Box? Nee, ich glaube, das ist eine Sonderbox. Okay, Sammy, guck. Sammy, guck mal, Holzrolle. Also, Brandos hat ja immer die Monatsbox und dann eben auch so Sonderboxen. Und ich glaube, das ist eine davon. Da ist immer Holzrolle drin. Und eigentlich spielt Sammy damit. Ich weiß nicht, was ihn jetzt geritten hat, dass er wegläuft. Wer weiß. Also packen wir einfach aus. Wir haben also hier Mini von Manna. Original Napolitano. Manna aus Wien. Da, wo unser Sohn lebt. Weit, weit weg. Und was gibt es dazu zu sagen? Hier steht es. 1,89 für 150 Gramm. Und anscheinend gibt es das schon länger. Hier steht nämlich kein Erscheinungsdatum drauf. Ich glaube, da kommt wieder eine Katze. Ja, schnell. Ich bin schon mitten beim Auspacken. Schau hier, mein Schatz. Ach, ich klappe das mal um. So, mit Holzrolle. Machen wir die Klappe noch auf. Dann kannst du in die Kamera gucken, wenn du möchtest. Ne? Ja. Das ist nämlich so eine schöne Rampe. Am besten mache ich das Einlagedings hier direkt raus. Schups. Ne? Und dann hat der Sammy Platz. Zack, liegt es auf dem Boden. Okay, ich nehme jetzt das zuerst mal. Das ist Nescafé Gold Cinnamon Bun Typ Latte. Also es ist offenbar Kaffee. Aber der Herr des Hauses mag ja Kaffee. Ich weiß nicht, ob er mit Zimt und Latte mag. Das werden wir dann sehen. Ansonsten wandert es im Verwandten- und Bekanntenkreis weiter. Ne? Und was gibt es dazu zu sagen? Hier unten. Ah, es gibt zwei Alternativen. Dieses oder Praliné-Latte. Also entweder Zimtschnecke, was wir haben, oder Praliné-Latte. Ich glaube, da ist dir wahrhaftig Zimt viel lieber. Ne? Das kostet 3,49 für 144 Gramm bzw. 156 Gramm. Und das gibt es seit Oktober 2020, also ganz frisch auf dem Markt. Ja, und dann haben wir hier, na, das gibt es aber wohl schon länger, ne? Kellogg's Variety. Lauter kleine Frühstückscerealien. So viele Frühstückscerealien. Und das kostet 2,69 und natürlich gibt es das schon länger. Das steht auch hier. 8 Packungen à 20 bis 30 Gramm. Warum sie das da reingetan haben, weiß ich nicht. Weil es Winterzauber ist wohl. Gut. Und was ist das für ein Ding? Salted Caramel Spice. Oh, gesalzenes Karamellgewürz. Mit Karamell. Mit Karamell, haha. Na, da habe ich jetzt so lange überlegt. Von Maikraut, das kenne ich nicht. Sweet Maikraut. Aber tolles Ding, ne? Ich glaube, das ist Glas. Ja, das ist bestimmt Glas. Knister. Hier, schau mal. Was Hübsches. Etwas Hübsches. Tja, das ist gar nicht hier drauf. Dann vermute ich mal, das ist deshalb, weil ich wieder angekreuzt habe, kein Alkohol. Alkohol, der wandert sowieso immer weiter. Wir trinken den überhaupt nicht. Also haben wir stattdessen, wahrscheinlich gab es das in dieser, wie heißt die Box, die da haben, für besondere Sachen, für ganz besondere und teure Sachen, die andere Box. Ich weiß jetzt nicht. Wahrscheinlich gibt es das eigentlich da. Und da ist was für meinen Mann. Twix mit Spekulatiusgewürz. Er starrt vor sich hin und sagt nichts dazu, aber das ist hier drin. Jetzt musst du damit leben.
Und ich weiß jetzt schon, was er sagen wird. Er wird es probieren und dann wird er sagen, ja, kann man essen. Jetzt lächelt er. Ja. Also 95 Cent kostet das für 46 Gramm und es gibt seit diesem September. Ja, ist ja extra für Weihnachten, denke ich. Ne? Dann gibt es ein Herzerwärmer-Tee. Früchtetee mit Orange-Lebkuchen-Aroma. Nein, da bin ich immer gespannt drauf. Tee. Oh. Boah, der duftet. Der duftet wie Weihnachtsmarkt. Wirklich. Wie Weihnachtsmarkt. Ah, da gibt es vier verschiedene zur Auswahl. Ja, ich finde, ich habe eine. Die anderen kann ich nicht lesen. Nee. Wind. Ach doch, hier steht es ja noch. Die Sorten Herzerwärmer. Habe ich. Sternenglanz, Wintergenuss und Eismärchen bringen dich geschmacklich in Weihnachtsstimmung. Ja, das ist wahr. 1,99 für 28 Teebeutel. Hm, Sammy, ist das schön? Guck mal, hier ist noch mehr Holzwolle. Möchtest du die haben? Du bist ganz zufrieden, ne? Hm, Mäuschen. Schön da? Schön da. Jetzt sehe ich dich aber gar nicht mehr, Schatz. Okay, dann haben wir Cookie-Riegel von Grison. Von Grison. Da sind diese komischen Orangenplätzchen mit Schokolade, ne? Von Grison. Die wir beide nicht mögen. Aber zum Glück gab es die auch jetzt nicht hier drin, sondern Cookie-Riegel. Cookie Chocolate Bar. 6 Stück. Könntest du mögen. Ein Gähnt. Ein Gähnt einfach. Ich sitze hier und muss mir einen gähnenden Mann ansehen. Ja, so lächelt er. Das ist schön. Kostet 1,49 für 168 Gramm. Das sind 6 Riegel und das gibt es seit Juli 2020. Okay, dann gibt es was zu trinken. Vettel Infused Bio Zitrone Minze. Warum tun die jetzt überall Minze rein? Neuerdings. Neulich hatten wir doch mal einen, so ein Infused Wasser, wo es angeblich nach... Ach nee, das war so eine Dose, ne? Mit irgendwas Wasser und ein Alkohol. Ja, das war nicht so unseres. Aber das könnte sein, dass das schmeckt. Ich weiß es nicht. Wir schauen mal. Wir schauen mal. Was gibt es dazu zu sagen? Nichts. Nichts, weil das wohl auch ein Ersatzprodukt ist für Rotkäppchen Fruchtsecco. Wintermomente Preiselbeerennelke. Mit Alkohol. Ja gut. Aus zwei Gründen hätten wir das jetzt nicht so dolle gefunden. Nee, Alkohol und dann noch Nelke dazu. Muss nicht sein. Okay. Dann Milchreis mit Zimt. Milchreis mit Zimt. Das mag der Herr des Hauses aber gerne. Das ist so ein Kindheitsfutter, ne? Jetzt bist du in der Kiste, Maus. Ja, dann lass mich das mal raus. Achte, ich hole mal schnell die Sachen raus. Und dann kannst du dich ganz gemütlich da hineinlegen. Oh, wie fein, Sammy. Nur noch das, okay. Oh, wie fein, Sammy. Jetzt hast du eine schöne Kiste, ne? Ja. So. Wo waren wir? Beim Milchreis. Der kostet 1,99 von Onkel Benz natürlich, hat 220 Gramm und den gibt es seit August 2020. Ja, und was haben wir hier? Von Dr. Oetker Dekorkreation, diesmal grüner Mix. Formen, Streusel, Perlen. Riechen? Ich rieche nichts. Ich rieche immer noch den Tee. Ja, grün. Haben wir bald St. Patrick's Day? Ich weiß nicht. So, weiter kann ich nicht. Was Grünes. Da unten. 1,79 für 60 Gramm. Das gibt es jetzt seit Oktober 2020. Außergewöhnliche Hingucker. Jo, denke ich auch. Weiß ich noch nicht. Dann sind hier zwei Tütchen Chia Cup Vanilla Dream. White Chia Cup. Dessert. Von Davert. Sammy hat Spaß. Mit lauwarmem Wasser im Umgang. Ja, werden wir testen. Ich denke, das mag ich. So, ein Chia Cup. Da oben vielleicht? Nein. Da ist es. Ja, zweimal so drin sind. 1,95 je Beutelchen für 40 Gramm.
Himmlisch zart mit leckerer Vanille, Kokosnote, White Chia Cup Vanilla Dream. So viel Text, ne, für so eine kleine Tüte. Okay, dann haben wir hier eine Lippenpflege. Das ist gut. Blütezeit. Lippenpflege brauche ich ständig. Entweder Lippenstift oder Lippenpflege. Und ist da drauf? Ja. Das ist ein kostenloses Zusatzprodukt. Das gibt es seit September 2019. Und ist mit Bio-Zaubernuss für die tägliche Pflege beanspruchter Lippen. Beanspruchte Lippen. Okay, dann haben wir Pudding Oats, Bourbon Vanille, Bourbon Vanille mit der natürlichen Süße aus der Agave, cremig und kernig. Pudding trifft Haferflocke. Also, als ich Kind war, dann mochte ich eigentlich nur entweder Haferflocke oder Kartoffelbrei. Das meiste andere mochte ich nicht. Das war dann immer schneller draußen. Deshalb musste ich als Kind zweimal in Kur, weil ich immer so kränklich war und nichts essen konnte und nichts bei mir behalten konnte. Ja. Bis ich 8 war, dann hat es sich gegeben. So, von Ruf ist das und das kostet 99 Cent und es gibt eins von beiden. Einmal Schoko und einmal das, was ich habe. Ich nehme lieber das Vanille. Glück gehabt. Und dann haben wir noch Cookie Dough, Chocolate Chip, also Keksteig. Keksteig im Riegel. Das ist ja verrückt, ne? Von Halloren. Mhm. Das waren doch die, ich weiß nicht, so Kugeln, ne? So ähnlich wie die Schaumküste, aber eben irgendwie fester, ne? So aus Ostdeutschland kamen die irgendwie und ich glaube, ich habe die einmal damals irgendwo zum Probieren gehabt. Sammy hat keine Lust mehr. Okay, das ist das letzte Produkt. Da oben. 1 Euro für 92 Gramm bei Rewe erhältlich seit Mai 2020. Schoko drum, Cookie drin. Wie schön. Okay, werden wir alles testen. Und das ist die Winterzauberbox. Ja. Ach so, an Alkohol hätte es gegeben, eben dieser komische Rotkäppchenfruchtsecco oder ein Guinness Draft. Gut, hätten wir auch nicht gemocht. Wäre natürlich für Schwager was gewesen, aber jetzt haben wir stattdessen eben so andere Sachen. Ja, eben, das war Hoops, die Brand News Winterzauberbox. Doch, ganz schön, ne? Verrückte Sachen dabei. Bekanntes und nicht bekanntes und bleibt gesund, bleibt zu Hause und wir hoffen, dass wir dann mit unserem kleinen Kreis, mit unserem Lieben ein bisschen Weihnachten feiern können demnächst. Macht's gut, ihr Lieben, bis dann. Tschüss.